Willkommen zurück zu Assassin's Creed Unity. Es geht direkt weiter mit der Hauptstory. Bevor wir irgendwann mal zum Abschluss kommen, weil ich denke mal in der nächsten, am nächsten Wochenende nehme ich die letzten Aufnahmesessions auf. Und die letzten beiden Aufnahmesessions, ich glaube nicht, dass das Spiel noch großartig weit lang geht. Weil wir uns jetzt, glaube ich, in Sequenz 10 befinden. Das heißt, es gibt noch drei Hauptsequenzen und dann halt noch Dead Kings. Das kriege ich, denke ich mal, denke ich mal hin. Soweit. So gut. Hey, hör mir zu. Ich sagte, ich will alles. Ja, irgendwie kriege ich sie alle. Alter, mal, wo ist denn überhaupt die nächste Mission? Missionen. Das ist ja wohl ganz woanders. So, Schnellreisepunkt. Können wir doch alle schneller machen. Ich meine, nicht umsonst habe ich diese ganzen Punkte schon freigelegt. Also, es muss alles auch irgendwo einen Sinn haben. Excellent, möchte man da fast sagen. J'imagine que c'est dangereux. So, da unten also. Ach Mensch, wie blöd kann man eigentlich sein. Aber auf der anderen Seite, hey, das ist doch jetzt echt keine Höhe, aus der man sofort instant sterben muss. Ich meine, ich habe dich doch nicht umsonst so gut aufgerüstet, Arno. Oder was ist da schon wieder los? Da sind wir auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Und spielen jetzt Sequenz 10 Erinnerung 1. Eine Einladung zum Abendessen. Das klingt doch mal sehr versöhnlich und sehr leicht. Annahme. Bist du dir ganz sicher? Nicht wirklich, nein. Aber der Marquis ist mit Le Pelletier im Nationalkonvent. Vielleicht weiß er was Genaues. Ach, was wäre wohl die spitzere Bemerkung zu den Vorgängen im Hochstift? 7 Nonnen verführen einen Gemeindepfarrer zur Unzucht. Oder ein enorm bestückter Benediktiner sodomisiert mit einer Ziege namens Pius. Nichts auf der Welt kann mich dazu bringen, darauf zu antworten. Ganz genau, Arno. Es ist die Ziege. Nun, was kann ich für euch tun? Und für eure charmante Begleitung?
Louis-Michel Le Pelletier. Was könnt ihr uns über ihn sagen? Ah, der gute Louis. Erst fordert er die Abschaffung der Todesstrafe und nur 2 Jahre später den Kopf des Königs. Wo können wir ihn finden? Ich pflege nicht, mit den anderen Abgeordneten zu fraternisieren. Hat wohl mit meiner Abneigung gegen das Köpfen Unschuldiger zu tun. Apropos Unschuldige. De Sade? Mhm. Le Pelletier. Nun, ich glaube, er speist regelmäßig in einem Café beim Palais Royal. Dort solltet ihr ihn finden. Und falls nicht, komme ich zurück. Ach ja? Nun, dann hoffe ich, Unrecht zu haben. Nein, tut ihr nicht. Ein Gentleman. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir jetzt tun sollen. Wahrscheinlich wieder irgendwas infiltrieren. Weil das jetzt anscheinend wieder in ist. Weinlieferung für den Palast. Zum Hintereingang. Mach die Fenster dieses Mal richtig sauber. Sonst schlägt mir Monsieur Le Pelletier den Kopf ab. Ja, Madame. Bonjour, Bürger Le Pelletier. Bürger Talien? Okay, ein Attentat nach dem nächsten. Berserkerpfeil und Doppelattentat. Das klingt ja eigentlich ganz leicht. Auf Grobiane wohlgemerkt. Okay. Komm, das kann doch wohl nicht so schwer sein, den zu entdecken. Oh Scheiße, in dem Gebiet gibt es auch noch Alarmglocken. Wo soll denn der jetzt sein, du? Komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich! Wenn ich normal laufe, falle ich nicht auf. Bitte, warum tust du das? Und vergiss mir ja nicht die Ecken. Monsieur Le Pelletier ist ein äußerst pickeliger Mann. Ich habe ihn gefunden. Und vergiss mir ja nicht die Ecken. Monsieur Le Pelletier ist ein äußerst pickeliger Mann. Ich mach dich nieder! Assassine! Ach, alle zusammen! Halt! Chez moi, probablement.
Okay, Doppelattentate hätten wir, aber Grobiane müssen wir noch ein vergiften. Oder okay, Doppelattentat müssen wir noch ein zweites aufbringen. Der kümmert sich schon darum. Halt, stopp. Hab ich ihn getroffen? Nein, nicht. Das war nicht so cool. Okay, Grobian haben wir vergiftet. Wir müssen noch ein Doppelattentat durchführen. Okay, da wär's schon wieder. Wo ist der Typ? Ach, dort. Aufpassen. Oh Mann, es ist mal wieder furchtbar hier. Habe ich jetzt hier meine Ruhe? Fast. So, wir sollten hier noch ein gutes Doppelattentatsopfer finden. Also haben wir das nochmal geschafft, weil es wurde nämlich wieder mal ziemlich eng. Fast zumindest. So, jetzt mal immer mit der Ruhe. Ist er da drin? Nur reinkommen tue ich da nicht, weil der das nämlich blockiert. Okay. Das ist nicht so cool. Wo gehst du hin? Ich will auch spielen. Es gibt da ein tolles Spiel, bei dem ich dir den Kopf haben muss. Es sind immer noch zu viele Leute. Beweg dich keinen Schritt! Ich frag mal die Dame da unten. Pardon, Mademoiselle. Monsieur Le Pelletier hat sich beschwert, weil sein Büro zu stickig ist. Könnt ihr das Fenster öffnen? Was redet ihr denn da? Monsieur hasst zugige Räume. Ich würde euch das überzeugen? Oh, oui, Monsieur. Remy, öffne das Fenster. Monsieur Le Pelletier findet sein Büro zu stickig. Aber ich sollte doch... Mach es einfach. Schon gut. Ja, das ist doch mal eine Lösung. Aber mein Doppelattentat habe ich leider noch nicht.
Soll ich es wirklich auf Risiko machen? Hey! Muss ich erst rüberkommen und dir das Gesicht einschlagen? Du hältst uns nicht auf! Okay, es ist nur einer. Oh Gott sei Dank. Okay, nicht gut, nicht gut. Um die Ecke rum und hoch da. Auf. So. Der König ist nichts als ein krimineller Verräter. Und erst dann, wenn er wie ein gemeiner Verbrecher hingerichtet wird, ist die Welt für Jacques de Molays Wahrheit bereit. Ihr könnt der Welt alles zeigen, was ihr wollt, Großmeister. Was ich tue, tue ich zum Wohle Frankreichs. Ihr hattet recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. Bürger Le Pelletier, die Wahl steht bei 360 für Hinrichtung und 360 für Gnade. Wofür stimmt ihr? Hinrichtung. Die Wahl ist beendet und ausgezählt, Großmeister. Und? Der König wird sterben. Ich hatte keine Zweifel. Ich freue mich darauf, das Ende der Tyrannei zu bezeugen. Ich sorge dafür, dass ihr den besten Platz bekommt. Gut, und das ohne einen großartigen Aufstand anzuzetteln. Jetzt müssen wir noch aus dem Gebiet fliehen und anonym werden. Wenn das so leicht wäre. An mir kommst du nicht vorbei! Ich will mich nicht mit euch anlegen, Leute. Mensch, wie wir das wieder mal geschafft haben. Jetzt können wir gleich wieder den Dieb rammen. Sogar von der anderen Seite aus. Ach, scheiße. Fetch, gemacht du. So, dann geht's direkt weiter. Beziehungsweise jetzt mal so zur Charakteranpassung vielleicht mal hier mit der Ausrüstung. Wir haben doch hier irgendwelche Knie-Dinger da bekommen. Das ist halt alles nicht legendär. Die Phantom-Knierhose. Ist doch alles viel zu teuer. Ja gut, die können wir mal erwerben hier. Aber großartig macht das uns nun auch nicht. Könnte alles etwas leichter sein, nicht wahr? Bin generell mal gespannt, wie wir das bei Dead Kings machen, weil aktuell würde ich mich noch nicht in der Lage sehen, Dead Kings zu schaffen. Selbst nach all der Erfahrung, die wir seit Sequenz 4 gewonnen haben. Soll ich mal vorstellen, das ist wieder so lange her. Generell so wie die Zeit vergeht. Es ist erschreckend. Hierher zu kommen.
Schlitzt ihn auf! Genau so! Mürt ihn lang! Okay, das reicht auch schon wieder. Aber die wollen halt noch gerne Abreibung bekommen. Ab zum nächsten Ziel. So macht man das halt extrem kreativ. Die Hinrichtung. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das ist doch mal was für nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist Magie.